Das Spiel des HC Senators Salzburg gegen den EHC Lokomotive und das Bergbau eine klare Sache für die Gastgeber, die sich auch in der Anfangsphase gleich im Angriffsdrittel festsetzen konnten. Schuss und Torhart, das ist ein herrlicher Treffer des HC Senators. Keine Chance für Daniel Bummer im Tor, da irgendetwas zu machen. Und es steht 1:0. Und es sollte so weitergehen. Immer noch die Senators an der Scheibe, befinden sich hinter dem Tor. Schuss und dieses Mal konnte sich Daniel Bummer auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern. Herrlicher Save in dieser Begegnung. Dann allerdings die Senators im zweiten Drittel. Schöner Pass, versucht es. Erwin Schmuck schießt, scheitert allerdings noch. Und der Puck bleibt irgendwie bei den Senators, die ihn auch im Tor von Daniel Bummer unterbringen konnten. Wobei auch in diesem Fall zu sagen ist, dass er in ohne Abwehr schon zwar. Jetzt allerdings. Die HC Lokomotive und das Bergschuss und der Puck geht irgendwie unter die Querlatte ins Tor. Es steht ein einziger Gegentreffer zu Buche. Und dieser Gegentreffer fiel für meine Begriffe doch etwas kurios, wie ich sagen würde. Aber die Senators geben nicht auf. Schuss. Immer noch die Senators an der Scheibe. Versucht es. Allerdings bringt dieser Schuss nicht wirklich was ein. Und so bleibt es auf jeden Fall bei dieser klaren Zwischenführung für den Gastgeber. Dann allerdings im Schlussdrittel immer noch die Senators an der Scheibe, verlieren sie zunächst an den EHC Lokomotive Untersberg, erobern sich allerdings wieder zurück. Immer noch die Senators versuchen es jetzt allerdings, eine schöne Aktion von Erwin Schmuck, der an diesem Abend eine ausgezeichnete Leistung bot. Schuss und vorbei. Immer noch Erwin Schmuck an der Scheibe. Versucht es. Schuss abgewehrt. Jetzt aber, wir befinden uns nach wie vor im Schlussdrittel. Sollte abziehen. Schuss und da ist ein weiterer Treffer. Keine Chance für Daniel Bummer und auf jeden Fall endete dieses Spiel ja vollkommen zu Recht und auch in dieser Höhe absolut verdient mit 15:1 für den HC Senators, die damit einen weiteren Sieg in dieser Begegnung einfahren konnten.